Fußball ist großartig, ein fantastischer Sport, sehr elegant, aber dabei einfach, der von jedem gespielt werden kann. Alles, was man braucht, ist ein Ball, ein paar Freunde und dann kann es losgehen. Fußball ist ein demokratischer Sport. Ist egal, ob du schwarz, weiß, braun, gelb, arm oder reich bist. Alle wissen, wie Fußball geht, ganz egal, ob in Brasilien, in Deutschland, in Bulgarien. Fußball begeistert Millionen rund um den Globus und verbindet. Und dann das Gefühl, wenn ein Tor gemacht wird, egal ob hinter dem Tor oder vor dem Tor, das ist einzigartig. Die FIFA macht aber leider den Fußball kaputt. Wo FIFA draufsteht, ist meistens Korruption drin. So wie die Spieler mit dem Ball spielen, so spielt die FIFA mit Menschenrechten, mit der Demokratie. Die FIFA sollte aufhören, mit ihrer Geschäftemacherei den Fußball zu zerstören. Die FIFA führt sich auf, als hätte sie den Fußball erfunden und ist die eigentliche Macht im Fußball. Sie stellt eigene Regeln auf, sie belastet die Länder mit Bauten, die hinterher gar nicht gebraucht werden. Aber es fehlt an Geld für Straßen, für vernünftige Schulen. Und keiner macht was dagegen. Ja, wir wollen sauberen Fußball ohne die Geschäftemacherei. Fußball braucht einen Neustart. Der Fußball muss endlich wieder allen gehören. Deswegen gingen Millionen fußballverrückte Brasilianer auf die Straßen. Selbst aktive Nationalspieler kritisieren die Fußball-Weltmeisterschaft. Neustart für den Fußball, Fußball für alle. Kicken statt Kommerz.